Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, zum heutigen E-Academy bei Mitegro Webseminar. Und da darf ich jetzt recht herzlich begrüßen die Firma Eltaco mit dem Herrn Sepp und dem Herrn Krause. Hallo zusammen. Einen schönen guten Morgen. Ja, hallo, moin. Es geht sofort los. Die zwei Kollegen haben für uns das Thema mitgebracht, gemacht für jedes Zuhause, die neuen Wi-Fi-Aktoren für jede Anwendung mit Eltaco. Gleich geht es sofort los. Vorab möchte ich Ihnen eine kurze Einleitung in das GoToWebinar-Bedienpanel geben. Und zwar dürfen Sie jederzeit Fragen stellen. Die zwei Kollegen haben das so geregelt. Der Herr Sepp ist vor der Kamera, wird durch die Präsentation führen, durch die Anwendungen führen und der Herr Krause wird im Backoffice für Fragen zur Verfügung stehen. Das heißt, alle Fragen, die Sie im Fragenfenster eintippen, die werden entweder direkt im Chat beantwortet oder in der Live-Übertragung an den Herrn Sepp, mit dem Herrn Sepp zusammen beantwortet. Von daher Fragen werden durchgehend beantwortet. Das Webseminar heute wird aufgezeichnet und Sie finden das im Nachgang in unserer Mediathek auf der Seite www.eacademy.mitegro.de. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche jetzt viel Spaß, viel Erfolg und auf ein gutes Thema. Bis gleich. Danke, Frau Steingrube. Ja, auch von unserer Seite aus herzlich willkommen heute zum Webinar Eltaco Baureihe 62 IP. Die Frau Steingrube hat eigentlich alles schon erzählt. Ich werde hier vorne gleich Ihnen vorab eine kurze Präsentation zeigen und dann werden wir in eine Live-Demo gehen. Deswegen haben wir hier ein paar Sachen aufgebaut und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und der Herr Krause ist so nett und wird das dann, je nachdem, ob es gerade live in dem Moment passt, kurz reinschmeißen hier oder wird es dann im Chat beantworten. Wir haben aber auch im Nachgang noch Fragen, noch Zeit, um Fragen ausgiebig zu beantworten. Der Vortrag wird hier ungefähr 30, 45 Minuten dauern. Also wir haben auf jeden Fall da noch Zeit für eingeplant. Dann starten wir auch gleich mit der Präsentation. Stefan, du gehst in den Hintergrund. Ich hoffe, Sie sehen alle meine Präsentation, die ich dort gestartet habe. Und wir fangen ganz kurz vorab an mit ein, zwei Folien zum Thema Eltaco generell. Wer sind wir überhaupt? Die Firma Eltaco wurde 1949 gegründet, also ist schon über 70 Jahre am Markt. Und die meisten kennen uns von unserem klassischen Relais oder Stromstoßschalter, die wir im Markt haben. Da haben wir wirklich Glück, dass wir relativ bekannt sind in Deutschland. Und auch vielleicht noch mal eine kleine Info. Viele fragen sich ja immer, Eltaco, wer ist das? Wo kommen die her? Ist das ein mexikanisches Unternehmen, Eltaco? Nein, wir sind ein urdeutsches Unternehmen, auch ein Familienbetrieb. Und Eltaco hat auch eine Bedeutung. Eltaco ist nämlich eine Abkürzung für elektrischer Tastkontakt. Wir sitzen in Fellbach. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Da sitzen wir beiden gerade auch und halten das Webinar dort ab und wir haben ca. 180 Mitarbeiter und haben eine Produktion und unsere Produktion ist in Shenzhen in China. Umsatz ca. 67 Millionen. Ganz kurz zu unseren Hauptsäulen, die wir haben bei Eltaco. Wir haben einmal auf der linken Seite das Eltaco Professional Standard Sortiment. Das sind die Produkte, die jeder kennt, die Stromschutzschalter, die klassischen Relais. Das nennen wir Professional Standard. Dann haben wir in der Mitte Professional Smart Home. Das ist der Bereich, wo wir uns heute mit beschäftigen. Also alles, was irgendwo miteinander vernetzt ist, kommuniziert, auch im Einfamilienhausbereich hauptsächlich. Das ist Professional Smart Home. Und wir haben auch ganz neu den Bereich Professional Smart Building. Wie gesagt, wir wollen nicht zu viel Zeit mit der Vorstellung verschwenden, deswegen fangen wir gleich an. Alles, was wir heute hier vorstellen und auch das Thema Baureihe 62 IP, da dreht es sich oder da geht es um Schalten und um Steuern natürlich. Das ist das, was die Kunden wollen und was draußen natürlich gefragt ist. Schauen wir uns ganz kurz mal den Status quo an. Wie war das bisher bei Eltaco? Wenn wir jetzt hier mal von der dezentralen Installation sprechen, also alles, was irgendwo nicht in der Verteilung sitzt, dann haben wir von Eltaco schon seit Jahren ein riesiges Sortiment an Funkaktoren. Funkaktoren, die mit dem Standard M-Ocean arbeiten. Das ist bewährt, das funktioniert und da ist eigentlich für jeden Anwendungsfall was dabei.
Wie sieht es aber aus, wenn ich diese Sachen mit einer App steuern will oder von unterwegs aus, wenn ich im Urlaub bin oder bei der Arbeit? Dann geht das auch. Ich brauche dazu aber immer einen Smart Home Controller. Das ist grundsätzlich kein Problem. Ich habe halt dort die Möglichkeiten, aus verschiedenen Geräten zu wählen. Hier zum Beispiel der Wii Butler oder der MiniSafe. Das sind bewährte Produkte. Dort kann ich dann Zeitfunktionen hinterlegen oder auch grundsätzlich Anwendungen, Verknüpfungen, wie ich es gerne möchte. Ja, das ist der aktuelle Stand. Aber geht es auch anders? Ja, es geht auch anders. Und zwar mit der Baureihe 62 IP. Was ist das Besondere an der Baureihe 62 IP? Ich habe in dem Aktor, den ich hier zum Beispiel gerade in der Hand halte, direkt eine WLAN-Schnittstelle integriert. Also ich kann die Geräte direkt ins WLAN einbinden. Was habe ich dadurch für Möglichkeiten? Wenn ich das getan habe, das sieht man an dieser Grafik ganz gut, dann kann ich direkt mit meinem Smartphone das Gerät über WLAN bedienen. Natürlich brauche ich einen WLAN-Router zu Hause, aber sagen wir mal ehrlich, das hat, glaube ich, mittlerweile jeder in seinem Objekt verbaut. Also, gerade wenn ich natürlich auch Einzelfälle habe, ich möchte also nur einen Aktor steuern, um zum Beispiel irgendwas aus der Ferne auszulösen oder irgendwas generell über App zu bedienen, dann sind diese Geräte natürlich super geeignet, weil ich brauche keinen extra Smart Home Controller und bin da auch preislich dann auf einer viel besseren Schiene. Was für Aktoren gibt es bei der Baureihe 62 IP? Wir fangen mal kurz an. Wir haben insgesamt 4 Geräte, die wir einmal ganz kurz ansprechen wollen. Das heißt, wir haben 2 Schaltaktoren, einen nicht potenzialfreien und einen potenzialfreien, wo ich also jegliche Spannung schalten kann. Und wir haben 2 weitere Geräte. Wir haben einen Dimmer, einen Universaldimmer. Den kennen Sie mit Sicherheit. Der ist mit unserer bewährten Dimm-Technologie ausgestattet. Also sind wirklich Universaldimmer. Und wir haben auch einen Beschattungsaktor, wo ich also meine Jalousie zum Beispiel steuern kann. Ja, Apple Home. Haben Sie vielleicht gesehen, ich gehe noch mal eine Folie zurück, das war ein bisschen schnell. Bei allen Aktoren steht einmal das WLAN, das Wi-Fi-Symbol dabei und ich sehe auch dieses Logo Works with Apple Home. Was heißt das? Wofür ist das gedacht? Es ist sehr, sehr einfach, die Aktoren in eine App hinzuzufügen, um sie zu steuern. Und da bietet sich Apple Home sehr gut an. Apple Home ist eine App, die auf jedem iPhone und jedem iPad, jedem aktuellen iPhone und iPad, muss man immer dazu sagen, installiert ist. Und ich kann die Geräte dort sehr, sehr einfach hinzufügen. Und das möchte ich Ihnen auch gleich mal live zeigen. Hier mal ein kurzer Ablauf. Wie sieht sowas aus, so eine Inbetriebnahme? Es ist also wirklich so, dass Sie einfach die Geräte, also Ihr aktuelles iPhone oder iPad nehmen. Natürlich bitte stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle iOS-Version oder iPadOS-Version runtergeladen haben, dann scannen Sie einfach einen QR-Code. Der ist bei uns auch immer dabei. Schauen wir gerade gleich noch mal in Ruhe an. Und dann benennen Sie das Gerät, fügen es noch in einen Raum hinzu und dann sind Sie schon fertig. Das war's. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Das wollen wir mal eben zusammen hier machen. Und deswegen haben wir hier was aufgebaut. Ich habe also hier einen Eltaco Schaltaktor montiert. An diesem Schaltaktor ist diese Leuchte angeschlossen. Und wir wollen einfach mal mit diesem iPad, was ich hier habe, das Gerät in Apple Home hinzufügen. Dieser Aktor ist also wirklich komplett werksneu. Den habe ich also reset. Wenn Sie den also jetzt einbauen würden, hätten Sie den gleichen Zustand. Der ist komplett leer. Was machen wir? Ich teile einmal ganz kurz meinen Bildschirm von meinem iPad, damit Sie das auch sehen. Bitte mal ein kurzes Feedback, ob man das sieht, Herr Krause. Kann man sehen, Herr Sepp. Ja, danke, Frau Schneider. Also, ich habe mein iPad hier und habe die Apple Home App einfach mal gestartet. Das ist die Standardansicht. Ich habe also hier eine leere App momentan und kann jetzt ganz einfach auf den Knopf Gerät hinzufügen klicken. Dann öffnet sich der Kameramodus. Und ich hatte gerade schon gesagt,
bei jedem El Taco Actor ist in der Verpackung eine Karte dabei mit QR-Codes. Mit mehreren QR-Codes. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Apple QR-Code, der hier aufgedruckt ist. Diesen Code kann ich jetzt scannen. Falls Sie diese Karte aus irgendeinem Grund nicht mehr haben, grundsätzlich sage ich natürlich bitte erstmal, wenn Sie jetzt mehrere von diesen Aktoren haben, das hier sind kleine Aufkleber, also die kann ich abziehen. Kleben Sie die bitte vernünftig irgendwo auf, dokumentieren Sie die Anlage. Ohne diesen Code haben Sie ein Problem. Sie sind nicht grundsätzlich komplett ausgeschmissen, weil, wenn Sie sich den Aktor anschauen, auf der Rückseite des Aktors sind diese Aktoren, also diese QR-Codes auch nochmal aufgedruckt. Dann müssten Sie bloß halt an jeden Aktor noch einmal kurz ran. Wir selber können Ihnen diese Codes nicht geben. Also bitte die gut aufbewahren. Okay, ich gehe jetzt einfach hin und scanne diesen QR-Code. Dazu versorge ich allerdings den Aktor erst einmal kurz mit Strom. Einen Moment. So, jetzt fährt der hoch und Sie hören hier gleich auch ein Piepen. Das signalisiert uns, der Aktor ist also betriebsbereit und kann angelernt werden. Ich gehe jetzt einfach in meine App und scanne dort einmal den QR-Code. So, und jetzt fragt er mich auch schon, möchte ich das Gerät hinzufügen zu Apple Home? Ja, das möchte ich. Und er verbindet sich jetzt mit dem Schalter. Es kann einen kurzen Moment dauern. In der Zwischenzeit schon mal vorab hier die Frage oder der Hinweis, ich habe hier zwei QR-Codes drauf. Warum zwei? Für Apple Home brauche ich noch einen. Ich habe auch noch einen El Taco QR-Code, den ich brauche. Oh, kein Gerät kann nicht hinzugefügt werden. Probieren wir nochmal. Okay. Das schauen wir uns nochmal an. Ist der Aktor da? Kurzer Test, immer sehr einfach möglich mit dem drahtgebundenen Tasteingang. Der funktioniert immer. Deswegen ist er auch hier natürlich mit an Bord. Das heißt, ich kann hier draufdrücken und sehe schon mal, aha, der Aktor ist grundsätzlich da und bedienbereit. Okay, dann gucken wir mal eben, woran das Ganze liegt. Testen wir noch einmal. Okay, er hat hier ein Problem mit der Verbindung. Ich weiß nicht, ob es an der Bildschirmfreigabe liegt. Ich beende das einfach mal ganz kurz, nur zum Test. Und mache das hier mal ganz kurz mit. Ja, er ist aus dem WLAN geflogen. Schauen wir mal, woran das liegt. So, er verbindet sich wieder mit dem Wi-Fi. Dann probieren wir das nochmal. Hinzufügen. Wir haben hier natürlich vor Ort, muss man fairerweise sagen, nicht nur ein WLAN-Netz hier bei El Taco, das können Sie sich vorstellen. Hier gibt es ein paar mehr. So, er verbindet sich jetzt gerade nochmal. Wir warten kurz einen Moment, ob er das macht. Und dann gebe ich den Bildschirm gleich nochmal frei, wenn das dann funktioniert hat. Also zurück zu der Frage, warum ist hier ein zweiter QR-Code drauf? Das ist ein spezieller El Taco QR-Code. Diesen QR-Code brauchen Sie, wenn Sie das Gerät in der El Taco App hinzufügen wollen. Das zeige ich Ihnen gleich auch in der Präsentation nochmal. Es gibt also eine Konfigurations-App von uns, wo Sie gewisse Sachen einstellen können. Und das Thema Sicherheit ist uns grundsätzlich sehr wichtig. Deswegen sagen wir, ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich im WLAN bin, mir diese El Taco App runterladen und kann dort das einfach nach allen Taco-Geräten suchen. Ich muss mich jedes Mal dort authentifizieren. Und das geht nur, wenn ich diesen QR-Code einmal gescannt habe. Okay, jetzt hat es geklappt. Ja, ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm nochmal wieder freizugeben. Hoffe, dass man das sieht. Ja, sieht es, Stefan? Sehr gut. Ich werde also jetzt gefragt, ob ich in einen Raum hinzufügen will. Und ich kann einen Namen vorgeben. Ich kann auswählen, soll es ein Licht sein, soll es ein Schalter sein. Ich sage einfach mal, es soll ein Schalter sein. So, und ich gehe jetzt in mein El Taco-Objekt. Und da sehen wir das Gerät schon.
Und ich kann jetzt hier dort einfach mal drauf gehen und kann sagen, das Gerät schalte ich an. Oder ich schalte das Gerät aus. Und das Ganze ist auch bidirektional. Ne? Also wenn ich da drauf gehe, sehen Sie sofort, das Ganze reagiert. Also das ist wirklich simpel. Ja, ich brauche eine stabile WLAN-Verbindung und dann kann ich dort einfach den QR-Code hinzufügen. Fertig. Und das mit nur einem Gerät. Okay, so viel dazu zur Live-Demo. Machen wir in der Präsentation weiter. Sieht man die Präsentation wieder? Sehr gut, wunderbar. Ein Hinweis noch generell zu Apple Home. Wenn Sie das, was wir jetzt gerade gemacht haben, bei sich zu Hause oder sonst irgendwo machen, dann können Sie nicht automatisch das Gerät aus der Ferne steuern. Dazu brauchen Sie eine Steuerzentrale von Apple. Was für Geräte können Sie doch dafür nehmen? Sie können einen HomePod Mini nehmen, den Sie zum Beispiel in der Präsentation sehen, oder auch ein Apple TV. Dieses Gerät brauchen Sie und das stellt quasi für Sie die Anbindung nach außen dar. Das benötigen Sie nicht zwingend, also Sie können auch jederzeit lokal das Ganze machen. Ja, brauchen also keinen externen Zugriff. Wenn Sie das aber wollen, müssen Sie eins dieser Geräte haben. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, Sie sehen auf dem Bild da noch andere Geräte. Ich sprach gerade nur vom HomePod Mini und von dem Apple TV. Es gehen auch, stand jetzt noch, andere Geräte wie ein klassisches iPad, was Sie hier zum Beispiel sehen. Auch das kann als Steuerzentrale dienen. Ich sage Ihnen nur ganz ehrlich, das ist eine Lösung. Da hat Apple schon durchsickern lassen, dass das in der Zukunft nicht mehr möglich ist. Ich kann das auch durchaus nachvollziehen, weil so iPads sind mobile Geräte und die kann man auch mal mitnehmen. Ja, und wer weiß, wer bei Ihnen im Haus vielleicht das iPad dann mal einpackt und auf einmal können Sie von außen nicht mehr zugreifen. Das ist natürlich bei einem Apple TV oder bei einem HomePod eher nicht der Fall. Sie haben dort die Möglichkeit, eigentlich nicht das so ohne weiteres mitzunehmen. Ich persönlich empfehle Ihnen den Apple TV grundsätzlich, weil der hat auch einen Ethernet-Port, also eine drahtgebundene Anbindung ans Netzwerk. Das ist natürlich immer zu bevorzugen gegenüber WLAN und deswegen sollte das Ihre Wahl sein. Ich brauche diese Zentralen nicht nur, um einen Cloud-Zugriff zu gewährleisten, also von außen das Gerät zu bedienen. Ich brauche es auch zum Beispiel, wenn ich eine Zeitfunktion hinterlegen will. Also auch dann brauchen Sie eine Zentrale, sonst können Sie diesen Punkt gar nicht aufwählen bei Apple. Also es macht Sinn, hier mal ein paar Euro zu investieren. Wir reden nicht über Unsummen, sondern HomePod Mini, den gibt es im Angebot auch mal für 80 Euro. Also wirklich auch ein überschaubarer Preis. Und dann haben Sie auch noch einen guten Lautsprecher dabei. Ja, jetzt haben wir viel über Apple gesprochen. Aber was ist denn mit Android? Funktioniert das Stand jetzt auch? Müssen wir ganz klar sagen, nein. Aktuell haben Sie keine Möglichkeit, unsere Geräte auch über ein Android-Telefon zu steuern. Das geht aktuell nicht. Warum ist das aktuell nicht möglich? Wir haben unsere Geräte, auch das sieht man hier auf den Kartonagen auch, die Geräte sind Build for Meta. Und Meta ist unsere Lösung, um dann wirklich alles abzubilden. Was ist Meta grundsätzlich, mal die Frage, ja? Es handelt sich hier um einen freien und herstellerübergreifenden Smart Home Standard. Der neue Standard, ja, der alle Hersteller oder alle Hersteller in die Lage versetzt, miteinander zu kommunizieren. Und das Tolle ist, dass die CSA, die also sich dahinter verbirgt, das ist die Organisation, da sind mittlerweile schon über 500 Hersteller drin und gerade auch die großen Hersteller wie Apple, aber auch Amazon und Google zum Beispiel oder auch Samsung, die haben sich dort in dieser Allianz vereint und haben alle gesagt, dass sie diesen Standard unterstützen werden und sie unterstützen ihn Stand jetzt schon. Das heißt, alle Lösungen, die sie jetzt im Markt haben, zum Beispiel Apple HomeKit, wie Sie gerade sehen, spricht auch Meta. In der Zukunft bedeutet das also für Sie als Nutzer, Sie brauchen, oder für Ihre Kunden, Sie brauchen nur noch auf dieses Meta-Logo achten und dann können Sie die Geräte auch mit Apple HomeKit steuern. Sie können sie auch mit Ihrer Alexa-App steuern oder auch mit Google Home. Also Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, was hat der Kunde denn jetzt für ein Endgerät.
Oder man hat den Fall, dass die Frau im Haus vielleicht ein Apple-Gerät hat, der Mann hat ein Android-Gerät. Dann haben Sie bei Apple Home grundsätzlich, wenn Sie reine Apple Home zertifizierte Geräte kaufen, erstmal eine kleine Herausforderung. Bei Meta brauchen Sie das zum Glück nicht. Fragen? Keine Fragen zu Meta bisher? Ist ja super. Dann scheint ja alles verständlich zu sein. Ganz kurze Info noch technisch zu Meta. Welche Technologien nutzt Meta? Also welche Kommunikationswege? Verschiedene. Und das ist das Schöne. Es gibt die Möglichkeit, über Wi-Fi Meta zu nutzen, was wir machen werden mit unseren Geräten. Es gibt auch die Möglichkeit, Meta über eine drahtgebundene Verbindung zu nutzen, über Ethernet. Auch da wird es Geräte geben oder gibt es. Und es gibt auch schon Geräte, die Thread nutzen, also die neue Funktechnologie. Alles hat seine Vor- und Nachteile, was wir auch hier auf der nächsten Folie einmal sehen. Ist jetzt ein bisschen technisch, da will ich gar nicht verwirren. Hier haben wir einmal unser Schichtmodell, wo wir sehen, wie Meta grundsätzlich arbeitet. Interessant ist es nur hier unten, dass man sieht im unteren Bereich auf der Transportschicht. Grundsätzlich ist es egal, welchen Transportweg Meta nutzt. Es können also Geräte in meiner App sein, die kommunizieren über Wi-Fi mit Meta. Es können auch Geräte sein, die kommunizieren über Thread mit Meta. Das hat mich als Nutzer erstmal nicht zu interessieren grundsätzlich. Wichtig ist ja, dass ich eine Bedienoberfläche habe. Und das ist auch nochmal wichtig. Meta ist keine eigene App. Es ist wirklich nur im Hintergrund ein neuer Standard, der unterstützt wird. Und Sie können also Ihre App, wenn Sie jetzt auch Amazon nutzen, Amazon Alexa App zum Beispiel zum Steuern, die können Sie weiterverwenden, können dort dann Meta-Geräte anlernen. Ja, Konfiguration. Das habe ich gerade schon mal kurz angesprochen mit dem QR-Code, den wir hier drauf haben. Ja, wofür ist der zweite QR-Code? Es gibt von uns eine Eltaco App, die Eltaco Connect App. Das ist eine Konfigurations-App. Das ist ganz wichtig. Die ist nur dafür gedacht, das Gerät zu konfigurieren. Wir wollen da kein eigenes Ökosystem aufbauen und sagen, Sie können jetzt hier alle Geräte über unsere App bedienen und können Zeitfunktionen etc. hinterlegen. Das wollen wir mit dieser Connect-App für die Baureihe 62 nicht machen. Dafür gibt es bessere Lösungen wie Apple Home, Google oder Alexa. Eine Frage. Nein, es sind sogar zwei. Zwei. Eine Frage ist, ob wir die Anbindung an Google Home einmal vorführen können. Ja. Haben wir Stand jetzt hier nicht aufgebaut, weil wir sie Stand jetzt auch noch nicht unterstützen. Unsere Geräte sind, aber deswegen gut die Frage, sind Bild von Meta. Das heißt, diese Geräte wird es in einer Meta-Variante geben. Die gibt es aber so noch nicht. Das heißt, Sie können momentan die Geräte wirklich nur mit Apple HomeKit nutzen. Oder über unsere REST-API, also eine offene, freie Schnittstelle, die für jeden im Internet verfügbar ist. Das heißt, wenn jemand sich da dort selber mit beschäftigen will, die Geräte an Google anbinden will, es gibt da Wege im Internet. Ja, deswegen haben wir extra diese offene Schnittstelle geschaffen, um dort wirklich jedem die Möglichkeit zu lassen, die Geräte zu integrieren, wie er möchte. Also Stand jetzt mit Google würden wir gerne zeigen, geht Stand jetzt noch nicht. Ja, und gibt es Hersteller, die noch gar keinen Meta-Standard nutzen? Meinen Sie jetzt Hardware-Hersteller? Ja, natürlich. Also es ist jetzt gerade so ein Prozess. Meta ist ja erst Ende letzten Jahres in der finalen Version 1.0 verabschiedet worden. Es gibt die ersten Geräte jetzt am Markt, die das unterstützen, aber man muss leider sagen, die meisten sprechen noch kein Meta an Hardware-Komponenten. Und was die Apps angeht, die großen Hersteller tun das alle schon. Das heißt, eine Apple HomeKit, eine Home-App ist schon Meta-fähig, genauso wie Google und auch Alexa. Die unterstützen das von ihrer Seite auch schon. Es fehlt momentan noch an Geräten, aber das wird stetig mehr. Das merkt man wirklich, wenn man sich damit ein bisschen mal auseinandersetzt, ein bisschen googelt. Da gibt es ein mittlerweile immer größer werdendes Portfolio an Geräten. Und wie gesagt, auch unsere Geräte werden in einer speziellen Meta-Variante dann dort verfügbar sein. Oder die werden das irgendwann können, nicht in einer speziellen Variante. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Weitere Frage. Ja, ob alte Geräte nachgerüstet werden können? Ja, muss man fairerweise sagen. Sie haben dieses Kärtchen hier dabei. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Auf der Rückseite ist auch ein Hinweis. Unsere Geräte sind Bildformatter.
Das heißt wirklich nur, dass diese hier irgendwann auch Meta können, aber nicht per Software-Update, sondern wir sagen, wir tauschen die Geräte. Das heißt, wenn Sie dort wirklich Meta haben wollen, aus irgendeinem Grund, Sie haben Stand jetzt die Geräte schon, dann können Sie bei uns die Geräte tauschen lassen. Da wenden Sie sich bitte an Ihren Eltaco-Vertriebler. Die Kontaktdaten gibt es bei uns auf der Homepage. Und da werden wir dann einen Weg finden, der für alle zufriedenstellend ist. Das machen wir grundsätzlich kostenlos, diesen Tausch. Es ist immer die Frage, warum sollten Sie das tun, wenn Sie die Geräte jetzt schon kaufen? Hatte ich ja gesagt, die sind für Apple Home. Ja, und es macht also nur Sinn, die zu kaufen, wenn Sie Apple Home nutzen. Und Apple Home bleibt ja weiterhin. Das heißt, wenn Sie jetzt Stand jetzt diese Geräte nicht über den Apple Home QR-Code scannen würden, sondern über einen extra Metacode, hätten Sie keinerlei Vorteile, wenn Sie Apple nutzen. Von daher muss man sich überlegen, braucht man es wirklich? Die anderen Standards, die bleiben ja nicht, die werden ja nicht verschwinden. Also Sie werden weiterhin im Markt Geräte finden, wo steht, die sind für Alexa gemacht, für Google gemacht oder für Apple gemacht. Und dann gibt es halt zusätzlich Thread. Wenn Sie halt natürlich neue Geräte kaufen, würde ich immer auf Meta, sorry, nicht Thread, würde ich immer auf Meta gehen, dann sind Sie natürlich auf der sicheren Seite. Aber wenn Sie eh sagen, für mich ist Apple der Nabel der Welt und da mache ich alles mit, muss man das sich einfach anschauen. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Eltaco Connect App, genau, dort gibt es die Möglichkeit, also sich die runterzuladen. Man muss sich authentifizieren, indem man diesen QR-Code scannt. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich habe das hier mal kurz gezeigt an einem Beispiel, verschiedene grundsätzliche Dinge einzustellen. Ich kann zum Beispiel das Tastverhalten hier von den Aktoren ändern. Hier habe ich einen ganz normalen Taster angebaut als Schließer, aber ich könnte auch meine vorhandene Wechselschaltung weiterverwenden. Das müsste ich dann einmal in der Eltaco Connect App umstellen und dann könnte ich hier auch einen ganz normalen klassischen Schalter weiterverwenden, wenn ich das möchte. Bei unserem Dimmer können Sie zum Beispiel Dimmkurven ändern, bei dem Jalousieaktor auch die Laufzeit einstellen etc. Dafür ist diese App gedacht. Okay. Grundsätzlich bei technischen Fragen sagen wir immer, bitte wenden Sie sich gerne an uns. Wir haben verschiedene Arten von Hotlines, um das breite Portfolio, was wir einfach haben, so ein bisschen ja auch vorab einzuordnen. Wir haben unsere normale technische Auskunft. Da geht es um unsere klassischen Geräte. Professional Smart Home ist die Hotline, die Sie bitte wählen sollten, wenn Sie Fragen haben zur Baureihe 62. Das kann natürlich in eine ganz andere Richtung gehen. Wenn Sie Fragen zur REST-API haben, ja, zur Integration, dann ist das schon ein sehr spezifisches Thema. Deswegen haben wir da eine extra Hotline. Da sitzt auch wirklich ein Techniker. Das heißt, das sind wirklich unsere Systemintegratoren, nennen wir die. Die Leute sind wirklich auch täglich unterwegs oder wöchentlich, nicht täglich, und auf Baustellen aktiv und können Sie da dann auch wirklich mit praxisnahen Tipps versorgen. Bitte nutzen Sie das. Ansonsten unser WhatsApp-Support kann ich Ihnen dort auch nur empfehlen. Und ja, wir versuchen nun also wirklich da immer Lösungen zu schaffen. Dann bin ich mit der Präsentation soweit durch. Ich würde dir gleich noch einmal die Eltaco Connect App zeigen. Aber wenn wir sonst erstmal noch Fragen haben, würden wir darauf eingehen. Ja, ob der Jalousieaktor auch als Serienschalter genutzt werden kann oder ob er nur die Funktion als Jalousieaktor hat. Momentan, also mit Serienaktor meinen Sie die Ansteuerung, nehme ich an, oder? Nee, als im Ausgang. Ach so, als Serienaktor, also als zweifacher Aktor. Nein, das kann er momentan noch nicht und ist, um ehrlich zu sein, auch Stand jetzt nicht primär geplant. Wir haben ja diese vier Geräte, mit denen wir jetzt erstmal starten. Dabei wird es natürlich nicht bleiben. Ja, wir sind schon dabei, das Portfolio weiter auszubauen. Es wird auch einen Zweifachschaltaktor geben. Ja, wir haben da verschiedene Typen im Sortiment. Wir fangen ja damit gerade erst an, müssen wir fairerweise sagen. Ja, da müssen wir einfach mal schauen, wie es da in dieser Richtung dann auch weitergeht. Aber wenn Sie dort generell Wünsche haben, teilen Sie uns die gerne mit. Wir sind da dankbar für viel Input immer. Wir wissen auch, dass wir da einige Sachen natürlich noch verbessern können. Ja, die Geräte können wir noch verkleinern. Auch da sind wir bei. Und auch in Ocean ist ja weiterhin ein Thema,
Auch da gibt es natürlich Bestrebungen, die Sie vielleicht auch schon kennen aus der Vergangenheit, hier noch ein Ocean mit hinzuzufügen, etc. Ja, ein Kunde möchte gerne sein Ferienhaus steuern, aber eben nicht aus der Ferne, sondern tatsächlich nur, wenn er von vor Ort ist, denn dort ist kein DSL-Anschluss vorhanden. Besteht die Möglichkeit? Ja, das ist eine durchaus denkbare Anwendung. Das heißt, er braucht nur einen WLAN-Router, ja, und dann dementsprechend 1, 2, 3, 4 Aktoren. Und wenn er zu Hause sich ins WLAN einloggt oder in dem Ferienhaus ins WLAN einloggt, dann kann er die Geräte dort bedienen. Das ist überhaupt kein Thema. Da braucht er kein DSL für grundsätzlich. Ich brauche auch kein Internet dafür. Auch das ist immer wieder so ein Diskussionspunkt. Brauche ich Internet dafür? Nein, brauche ich nicht. Das Ganze läuft auch offline. Ja, es ist also wirklich nichts, wo ich unbedingt zwingend eine Internetverbindung brauche. Ich kann Ihnen nur empfehlen, bitte nehmen Sie einen vernünftigen, in Anführungsstrichen, sage ich immer, Router. Ja, wir haben hier auch einen stehen, den Sie mit Sicherheit erkennen werden. Die Produkte von AVM, sage ich einfach mal, auch direkt sind da grundsätzlich sehr gut. Da haben wir keine Probleme mit. Wenn Sie Probleme haben oder wenn wir in der Hotline Anrufe kriegen, was ab und zu vorkommt, dass es mal Schwierigkeiten beim Anlernprozess gibt mit diesem QR-Code, dann liegt das meistens wirklich am WLAN, in welcher Form auch immer. Da können wir teilweise oder meistens auch nichts dafür. Bitte dann schauen Sie, was für ein Gerät hat der Kunde. Ja, gucken Sie bitte, ob da irgendwas Spezielles aktiviert ist an Sicherheitsmechanismen, so Mac-Filter und solche Sachen, ja, dass die Geräte untereinander kommunizieren können. Auch wenn ich sowas über einen Gast-WLAN-Zugang mache, der ist auch immer öfter beschränkt bei ganz vielen Boxen. Da kann es dann Schwierigkeiten geben. Da würde ich wirklich zuerst ansetzen. Ansonsten, Sie kennen ja grundsätzlich die Möglichkeiten bei Empfangsproblemen beim WLAN. Da gibt es Repeater, die man einsetzen kann, etc. Wir haben uns bewusst erstmal für WLAN entschieden, um genau diesen Anwendungsfall mit dem Ferienhaus zum Beispiel relativ einfach abzudecken. Dass ich also ein Gerät nehmen kann und kann es direkt integrieren und brauche nicht noch dort irgendwas anderes zusätzlich. Wir haben auch über Thread zum Beispiel gerade mal kurz ein, zwei Folien gesehen. Ist auch ein toller Standard, der natürlich auch seine Vorteile hat. Aber da habe ich immer noch eine Hürde, dass ich da zwingend noch immer einen Border-Router brauche, der das Netz, dieses Thread-Netzwerk in mein normales Netzwerk bringt. Da ist dann die Hürde etwas größer. Also dieser Single-Use-Case, wie wir sagen, nur ein Gerät zu nehmen, ist so bei Thread zum Beispiel nicht möglich. Aber auch das ist grundsätzlich ein Thema. Ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist ein tolles System und in der Zukunft mit Sicherheit sehr relevant. Ja, dann eine Frage im Wi-Fi. Ob sich die Geräte auch untereinander verbinden, das heißt, ob eine Art Mesh-Netz aufgebaut wird oder ob ich immer eine direkte Verbindung zu meinem Router brauche. Ja, das ist auch wieder so ein Thema, wo wir bei Wi-Fi und Thread sind. Wi-Fi macht das nicht grundsätzlich. Das heißt, da habe ich immer die Verbindung zu meinem Access Point oder Router. Bei Thread ist das anders. Da habe ich den großen Vorteil, dass ich ein Mesh-Netzwerk aufbaue, was natürlich die Stabilität erhöht und auch die Zuverlässigkeit. Wenn ein Knotenpunkt ausfällt, wird das Signal automatisch über andere Geräte geleitet. Ne? Genauso ist es mit diesem genannten Border Router, den ich habe. Wenn der ausfallen sollte und ich habe noch einen zweiten in meinem Haus, dann wird das automatisch über den anderen geleitet. Da brauche ich mich auch um nichts kümmern. Das ist also sehr, sehr einfach dort gemacht. Genau. Schaltschrankvariante. Fehlt da was kommen? Ja, natürlich, definitiv. Wir haben hier gerade die Wi-Fi-Version. Wi-Fi ist natürlich toll, weil es flexibel ist, aber natürlich ist eine drahtgebundene Variante, wenn ich die Möglichkeit habe, immer zu bevorzugen. Und auch da wird es Geräte von uns geben, die einen Netzwerkanschluss haben. Vielleicht haben Sie gesehen, die ersten Gateways haben wir jetzt schon angekündigt, die wir auf der Hutschiene mit dem Netzwerkport bringen. Und da wird mit Sicherheit auch was in der Variante kommen, dass Sie dort schalten können oder dimmen etc. Ja, es reißt nicht ab mit den Fragen. Es sind wirklich eine ganze Menge. Eine Frage, beziehungsweise ich glaube, das ist einfach ein Wunsch eines Kunden, eine NFC-Identifikation im Gerät. Das heißt, wenn man das Gerät einlernen oder was machen möchte, dass man nicht an das Gerät heran muss, ob die Möglichkeit besteht. Aber da haben wir die Möglichkeit auch über die Karte, wenn wir die Daten haben, müssen wir nicht am Gerät vor Ort irgendwie. Wenn das Gerät im Wi-Fi ist, dann kann ich das dort über Wi-Fi mit der Taco-App einstellen und
das ist eigentlich möglich. Ja. Genau, dann ob bei den Meta-Geräten dann Thread mit an Bord sein wird? In der ersten Variante nicht. Deswegen hatte ich dieses kurze Schichtmodell gerade mal gezeigt. Es gibt halt verschiedene Meta-Kommunikationswege und wir nutzen im ersten Step den Wi-Fi-Weg. Wir sind aber natürlich auch daran, dass wir dort mit Thread noch Varianten zur Verfügung stellen. Das wird aber dann definitiv ein gesondertes Produkt werden. Ja, und die wichtigste Frage überhaupt, sind die Geräte lieferbar? Ja, sie sind lieferbar. Wir haben da in dem Bereich ja schon die ein oder andere Durststrecke hinter uns. Aber ja, sie sind seit letztem Jahr wirklich lieferbar. Auch wirklich so, dass wir natürlich, was heißt natürlich, wir haben teilweise, kommen wir nicht hinterher bei einigen Typen, muss man fairerweise sagen, aber wir produzieren hier regelmäßig die Geräte und die sind grundsätzlich lieferbar. Ob eine Verbindung von KNX und Meta relativ einfach über den I/O-Broker oder Home Assistant möglich ist? Da sind wir bei dem Thema REST API. Ne? Also natürlich ist das möglich, aber das müssen Sie oder wer auch immer dann bitte manuell machen. Ne? Sie können da auch jetzt diese API schon nehmen und können über verschiedenste Lösungen das Ganze integrieren. Es gibt noch nicht für jede freie Lösung da ein fertiges Plugin, aber eine REST API ist grundsätzlich immer ein einfacher Ansatzpunkt, wie die Geräte oder die Systeme miteinander kommunizieren können. Deswegen machen wir das. Es ist nicht sehr komplex. Sie können schon jetzt hingehen und können sich über verschiedenste Lösungen wie OpenHub, FEM, IO Broker dort über eine REST API Geräte andocken. Auch Thema Node-RED ist auch immer so ein Punkt, wo ich die Geräte jetzt schon verbinden kann mit anderen Lösungen. Deswegen diese REST API. Wir haben auf der Homepage, wenn Sie das Produkt auswählen, also einfach mal suchen nach zum Beispiel den ESR62, dann haben wir dort einen Entwicklungsleitfaden. Da ist wirklich toll beschrieben, wie ich die Geräte über die REST API anspreche. Das ist momentan noch, ja, ich sag mal, für eine REST API relativ komplex. Das hat einfach den Hintergrund, wir legen wirklich viel Wert auf Sicherheit. Man muss sich viel authentifizieren, ja, mit einem API-Key etc. Aber auch da werden wir eine Variante zur Verfügung stellen. Das wird relativ kurzfristig kommen, wie Sie die Geräte einfacher ansprechen können. Also sich nicht jedes Mal authentifizieren müssen. Da müssen Sie einfach manuell bestätigen, einfach, hey, ich möchte jetzt bitte diesen unsicheren Weg gehen und dann kann ich in meinem Heimnetzwerk mit den Geräten machen, was ich möchte. Wenn Sie Ihr Heimnetzwerk abgesichert haben, können Sie das grundsätzlich tun. Aber ab Werk gehen wir bei Etaco immer den sicheren Weg. Warum kein Bluetooth? Warum kein Bluetooth? Stand jetzt haben wir es einfach nicht für erforderlich gehalten im ersten Step. Die Geräte haben grundsätzlich einen Bluetooth-Chip schon drin. Das gab es auch immer wieder die Anregung, ob wir den zum Anlernprozess nutzen. Und sagen, hey, wir wollen das wirklich zum Commissioning dort nutzen, aber Stand jetzt sehen wir da keine Priorität. Wir sind ein relativ kleines Entwicklungsteam und wir versuchen wirklich unsere Ressourcen dann wirklich in andere Features zu stecken, weil Sie können ja einfach, Sie haben es gesehen, über den QR-Code die Geräte hinzufügen, das klappt gut und zuverlässig, ja. Ist immer noch im Kopf, wir könnten es nochmal hinzufügen, wenn es relevant wird. Stand jetzt ist es aber nicht Prio 1. Stefan, blickst du noch durch bei den Fragen? Ja, alles gut. Ich denke, wir können erstmal weitermachen. Stellen Sie gerne Fragen. Gut, dann würde ich noch eben die Etaco Connect App einmal kurz zeigen, wie man dort sich authentifiziert etc. Das heißt, ich teile nochmal eben wieder meinen Bildschirm von meinem iPad. So, man sieht es jetzt, hoffe ich. Der Herr Krause hat es mir gerade schon gesagt. Okay. So, und hier haben wir schon die Etaco Connect App, die ich einmal runtergeladen habe vorab. Das heißt, ich starte das Gerät einmal, klicke hier links oben auf die Seitenleiste und kann jetzt hier dort zum Beispiel direkt auf Wi-Fi gehen.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, die Frage kam gerade auch Bluetooth. He? Ich denke, er hat gesagt, ihr macht kein Bluetooth. Nein, wir machen nur kein Bluetooth momentan bei der Baureihe 62 IP, die wir hier zeigen. Wir haben ja auch Bluetooth-Schaltuhren zum Beispiel im Sortiment. Da sehen wir da einfach einen Sinn, das auch über Bluetooth zu machen. Und die können Sie über diese App auch konfigurieren. Wir wollen uns auf WLAN konzentrieren und deswegen gehen wir da mal hin. Und ich suche mal die Geräte und ach, super, wir sehen hier, er hat meinen Akku hier in der Dose auch schon gefunden. Und man sieht hier so ein kleines rotes Schloss. Wofür ist das da? Das ist dafür da, weil ich mich noch nicht authentifiziert habe. Das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke auf das Gerät, dann muss ich erst hingehen hier und muss diesen QR-Code scannen. So, und schon bin ich verbunden mit dem Gerät. Ja? Ich sehe hier jetzt verschiedene Parameter, Bezeichnungen, was auch nochmal ganz interessant ist, ist die IP-Adresse, die ich da oben sehe, wenn ich das Gerät ansprechen möchte. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch das Tasterverhalten in dieser App ändern. Es ist noch nicht viel, was man dort machen kann, je nach Aktortyp, aber auch da kommen wirklich jetzt regelmäßig Updates. Beim Schaltaktor haben wir noch nicht viel gemacht, aber beim Jalousieaktor haben wir zum Beispiel die manuelle Laufzeit hinzugefügt. Der Jalousieaktor hat sonst eine automatische Erkennung der Endlage. Das funktioniert super, bis so bei 90% aller Jalousiemotoren. Aber leider gibt es da dann auch mal wieder Exoten und da haben wir schnell reagiert und haben jetzt ein Update rausgebracht, dass ich dort wirklich manuell klassisch die Laufzeit hinterlegen kann. Das wächst jetzt im Laufe der nächsten Monate immer weiter an und lassen Sie sich einfach überraschen. Stefan, du hast gerade so geguckt, als ob es da eine Frage gibt. Alles wunderbar. Okay, gut. Ja, was ich noch machen kann, ist Werkseinstellungen zurücksetzen. Ist auch ein Thema. Ich könnte hier die Authentifizierung wieder aufheben. Ich könnte das komplette Gerät zurücksetzen über die App. Das geht einmal über die App oder ich kann es auch über den eingebauten Taster hier machen. Ja, also auch das ist ein Thema. Mal angenommen, der Kunde kriegt einen neuen Router. Dann kann ich die Geräte über den angebundenen Taster auch resetten und kann sagen, hey, ich scanne jetzt nochmal neu den QR-Code ein. Mit meinem neuen WLAN-Netzwerk, das geht. Bevor Sie sich jetzt sagen, ich kann das Gerät über den Taster resetten, ist das nicht gefährlich? Ja, natürlich ist es gefährlich. Deswegen haben wir diesen Schritt hier nur möglich gemacht, wenn Sie das Gerät vorher einmal kurz vom Strom getrennt haben und dann wieder neu bestromt haben. Dann können Sie das Gerät über den Tasteingang auch resetten. Das einmal dazu. Okay, Eltaco Connect App, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Was noch eine schöne Option ist, wenn Sie einmal mal gucken wollen, was geht denn eigentlich bei Eltaco, dann können Sie hier in die Einstellung gehen bei der App und können Demo-Geräte anzeigen. Wenn ich das mal tue, dann sehen Sie hier oben alle drei Typen, eigentlich haben wir vier, aber ein Schaltaktor unterscheidet sich von der Software groß nicht. Und können dort direkt im Schaltaktor dann dort sich mal anschauen, was ich dort für Optionen oder Einstellmöglichkeiten habe. Ne? Hier zum Beispiel die angesprochene Funktion mit der Laufzeit der Jalousie. Hier könnte ich jetzt auch manuell gehen und könnte dort dann die Laufzeiten einstellen. Das dazu. Eine Sache wollte ich noch mal kurz zeigen und zwar über Apple Home. Nicht wundern, das ist jetzt bei mir zu Hause hier. Wir wollen aber natürlich nur den Testaktor hier in unserem Eltaco-Netz einmal zeigen. Hier ist es relativ einfach möglich, gerade für den Kunden eine Funktion zu erstellen, indem ich einfach in Apple Home hingehe und sage, ich möchte eine Automation erstellen und gehe hier auf Neue Automation erstellen und kann jetzt hier ganz simpel und einfach sagen, ich möchte zu einer bestimmten Tageszeit etwas aktivieren. Oder ich möchte zum Beispiel auch sagen, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich das Haus verlasse, dann soll irgendwas passieren, Licht an, Licht ausgehen. Das sind natürlich tolle Sachen, die im Apple-Ökosystem relativ einfach möglich sind. Ja, Apple kann also durch diese ganze Kombination der Geräte wirklich gut merken, wann bin ich zu Hause und wann nicht. Da wird nicht einfach nur geschaut, lockt sich das Gerät aus dem WLAN aus. Ja, da wird wirklich geguckt, bin ich unterwegs anhand der Positionsdaten etc. Okay, jetzt kann ich diese Funktion auslösen. Das ist einfach mit dabei.
Ich will nicht sagen, dass Apple Home perfekt ist, um Gottes Willen, es gibt viele Dinge, die gehen auch noch nicht. Aber es ist wirklich ein toller Ansatz. Ich nutze es, wie gesagt, privat zu Hause auch, um wirklich Endkunden einfach an Smart Home zu führen und wo es viele Videos gibt, viele Tutorials, was sie auch mehr oder weniger dem Kunden, ja, ich sag mal, nahelegen können. Bitte guck danach, da gibt es so viel an Tutorials und nicht jedes Mal ihm jede Kleinigkeit erklären müssen. Das ist wirklich selbsterklärend und ich kann es grundsätzlich nur empfehlen. Okay. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ich bin sonst soweit durch. Alles gut? Alles wunderbar. Wie spät haben wir es? Wir haben es Viertel vor, Frau Steingrube. Ich erzähle sonst einfach gerne noch ein bisschen noch was dazu. Sie dürfen gerne noch ein bisschen was erzählen. Vielleicht kommen noch ein, zwei Fragen nach. Sehr gerne. Gut, dann wollen wir noch mal ganz kurz hier auch bei den Aktoren drauf eingehen, was wir in der Zukunft hier von den Gerätetypen, was uns da noch erwartet. Also natürlich, ich hatte gerade schon angesprochen, Zweifach-Schaltaktor ist ein Thema, genauso wie das Thema Zweifach-Dimmer. Da sind wir auch immer wieder dran. Unsere Dimm-Technologie ist natürlich, oder ich weiß natürlich, sie sind sehr beliebt. Sie kennen unsere IoT 61 wahrscheinlich, unsere klassischen Dimmer. Ja, Thema Größe ist da immer ein Punkt. Aber wie gesagt, glauben Sie mir, da sind wir wirklich dabei, dass wir das optimieren und dass wir da auch Lösungen finden, die dort sehr interessant sind. Zu beachten noch, wir haben hier Steckklemmen. Ja, unsere bisherigen klassischen FSR 61 Geräte haben alle Schraubklemmen. Wir glauben, dass hier die Steckklemme mit Sicherheit ein Vorteil ist in der Verdrahtung bis 2,5 Quadrat. Also auch eine Sache, wo Sie im Feld eigentlich keine Probleme haben sollten. Bitte beachten Sie immer, dass wenn Sie die Geräte einbauen, ja, mit dem WLAN hatte ich es ja gerade schon mal angesprochen, wenn das Ding in der Wand sitzt, also Sie stehen vor der Wand und sehen, oh, ich habe da wohl WLAN-Empfang, wenn es in der Dose sitzt und gerade wenn da vielleicht noch irgendwas davor kommt, dann wird der Empfang nochmal abgeschwächt. Also bitte, wenn es da Probleme mit der Funktion gibt, suchen Sie wirklich immer zuerst beim WLAN. Nehmen Sie sich einen Repeater mit, lernen Sie den kurz ein, das ist bei AVM auch super einfach, und platzieren den irgendwo ein paar Meter davor, um wirklich sicherzustellen, dass das nicht die Lösung oder nicht das Problem ist, die Ursache bei dieser ganzen Thematik. Bitte. Ja, genau. Wir haben drei Fragen wieder reinbekommen. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, mit einem älteren Apple TV, zum Beispiel Generation 2, die Geräte zu betreiben. Nein, leider nicht. Also da wirklich bitte aktuelle Geräte nehmen, wie ein Apple TV vierte Generation, Apple TV 4K auch. Das hat noch andere Gründe. Das habe ich noch gar nicht erläutert. Wenn ich mal kurz hier den Bildschirm teile und nochmal vielleicht zurückgehe, wird es ein bisschen deutlicher. Zu dieser Folie hier. Ich hatte gerade erwähnt, dass dort auch andere Geräte möglich sind, um als Steuerzentrale zu fungieren. Zum Beispiel ein iPad. Ja? Oder auch zum Beispiel ein alter HomePod, großen, wie ich ihn hier sehe. Ich würde Ihnen das nicht empfehlen aus zwei Gründen. Einmal hat Apple ja gesagt, das iPad OS wird nicht mehr als Steuerzentrale fungieren. Des Weiteren haben die neuen Geräte, wie dieser HomePod Mini, den Sie da sehen, auch die neuen Apple TVs 4K, haben bereits einen Thread-Chip an Bord. Das bedeutet, Meta, WLAN, einmal eine Sache, unterstützen wir ja. Thread ist auch ein Riesenthema, was kommt. Dann können diese Geräte auch gleich als Thread-Border-Router fungieren. Die können also schon die Brücke schaffen vom Thread-Netzwerk in mein Netzwerk. Und das haben Sie dann gleich mit an Bord bei den neuen Geräten. Also wenn Sie dann sich irgendwann ein Meta-Gerät kaufen, was vielleicht dann Thread an Bord hat, dann können Sie das automatisch mit einbinden und brauchen nicht noch extra wieder so einen Border-Router kaufen, weil das da schon mit da drin ist. Selbst der kleine Apple HomePod Mini, der kann das. Und deswegen würde ich Ihnen immer ein aktuelles Gerät empfehlen. Wie wird die Firmware aufs Gerät aufgespielt, wenn es eine neue gibt? Ja, doch, das ist eine gute Frage, genau. Danke, das habe ich auch gar nicht angesprochen. Das Gerät kriegt automatische Firmware-Updates. Diese Firmware-Updates werden von dem Gerät abgefragt. Also es guckt, alle 12 Stunden gibt es ein neues Update.
und dieses Update wird dann heruntergeladen und wird automatisch installiert. Immer dann, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Lichtkreis eingeschaltet haben tagsüber und Sie gehen dann abends ins Bett, machen das Licht aus, erst dann wird dann dieses Update installiert. Das geht ratzefatze. Das heißt, Sie brauchen da nicht irgendwie eine Stunde warten, bis dieses Update drauf ist. Das ist momentan der Weg, wie wir das machen. Aber auch hier wissen wir natürlich, einige Kunden möchten das nicht, möchten keine Updates kriegen. Und wir werden jetzt mit dem nächsten Update in einigen Wochen die Möglichkeit erstmal bieten, diese Funktion auszustellen. Das heißt, über die Connect-App können Sie sagen, ich möchte keine Updates erhalten. Und Sie haben dann auch die Möglichkeit zu sehen, welche Firmware-Version ist installiert. Und gibt es eine neue Firmware, können wir also manuell nachsuchen. Das kommt auch kurzfristig mit dem nächsten Update. Kann der Schaltaktor auch in der Relais-Funktion betrieben werden? Ja, natürlich. Also über den Taster natürlich. Den Tasteingang kann ich einstellen, dass er hier auf Relais auch funktioniert. Das können wir gerne mal eben kurz einstellen. Ich teile jetzt den Bildschirm dafür nicht extra. Ich habe es Ihnen ja gerade schon gezeigt. Ne? Aber ich stelle das mal eben kurz um. Tastverhalten. Schließer ER. Und jetzt sehen wir hier, ich habe eine Relais-Funktion. Ne? Nur solange, wie ich gedrückt halte, geht auch das Licht an. Da muss man dazu sagen, wie ist es jetzt in Apple Home? Kann ich jetzt einfach meinen Finger hier so lange drauf halten und das Relais schließt, der Kontakt schließt und wenn ich loslasse, öffnet er? Nein, da sind wir wieder bei Apple, die unterstützen das einfach nicht. Relais ist für die so kein Thema. Da gibt es so einen kleinen Workaround, also eine kleine Möglichkeit, sich das selber zu bauen. Man kann dort eine Verknüpfung erstellen und kann sagen, hey, liebes Gerät, bitte geh für eine Sekunde an und geh für eine Sekunde direkt danach wieder aus, nach dieser einen Sekunde. Und so habe ich quasi eine Relais-Funktion. Wenn ich das Relais, also den Aktor zum Beispiel nehmen will, um irgendwas anzusteuern, Garagentor braucht einen Impuls, irgendeine Pumpe oder sonst irgendeine Steuerung, dann kann ich das über den Weg auch nur über Apple Home umbauen. Das dazu. Also da nochmal der Hinweis, Apple Home ist wie gesagt nicht perfekt. Auch einige Sachen wie Fensterkontakte zum Beispiel, so eine kleine Anekdote, ist ja nun mal ein amerikanisches Unternehmen, Apple, und die kennen bei Fenstern nur geöffnet und geschlossen. Ja, es gibt da noch kein gekippt, was für uns selbstverständlich ist. Ja, das sind alles noch so Sachen, die Apple Home selber nicht unterstützt, aber wo Meta dann teilweise schon weiter ist. Ne? Also Meta durch diese Vielfalt von über 500 Mitgliedern kommen natürlich in diesen Meta-Standard ganz andere Einflüsse rein und auch ja, neue Device-Types, wie wir hier sagen, also neue Anwendungen, Geräte, die angesteuert werden müssen. Ne? Da auch nochmal immer im Kopf behalten, wenn ich mir in der Zukunft, da sind wir Stand jetzt noch nicht zwingend, aber irgendwann kaufe ich mir vielleicht mal ein Gerät, da steht Meta drauf. Ja, das funktioniert dann in den Grundzügen mit Sicherheit, aber es kann dann einige Features geben, die vielleicht nicht oder noch nicht von der Apple, Google oder Amazon App unterstützt werden. Das ist Stand jetzt noch nicht so, aber diese Möglichkeit wird es vielleicht mal kommen. Ich will sie nicht verrückt machen. Die Standardsachen, da gibt es das im Regelfall noch nicht, aber Meta wird sich da sehr, sehr schnell entwickeln. Und gerade was das Ökosystem an Geräten angeht, weil die Anforderungen einfach größer sind. Bei Apple ist das leider, Apple Home, früher hieß es HomeKit, gibt es ja schon sehr lange und da hat sich auch lange nichts getan. Da sind die einfach in ihrer Nische gefahren oder in ihrem Bereich gefahren und haben wirklich nur die großen Sachen angesprochen und kleine Funktionstypen gar nicht berücksichtigt. Das wird beim Meta anders sein, definitiv. Okay, ja, dann, wenn es keine Fragen mehr gibt. Alles wunderbar. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben es jetzt 5 Minuten früher. Frau Steingrube. Ich denke, das passt. Da, also ich bin noch da, falls Sie mich jetzt auch sehen können. Ich habe mich auch wieder mit dem Bild eingeschaltet.
Genau, okay. Also erstmal an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Sie beide als Team. Das war ein sehr abwechslungsreiches und lebhaftes Webinar. Also dadurch, dass der Herr Krause dann auch im Hintergrund die Fragen entweder direkt beantwortet hat oder einfach dem Herrn Sepp dann gestellt hat. Ich denke, das hat dazu geführt, dass alle Fragen ausgiebig beantwortet werden konnten. Wenn jetzt aber noch was offen sein sollte, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dann stellen Sie die Frage gerne jetzt noch über den Chat. Wir können auch im Nachgang Fragen noch beantworten. Das ist gar kein Problem, auch per E-Mail. Ansonsten, die Kontaktdaten sind eingeblendet. Ich denke, da ist auch jeder frei, Eltaco direkt zu kontaktieren. Das wird alles kein Problem sein. Genau, und im Feedbackbogen, der sich jetzt gleich nach dem Webinarende bei Ihnen öffnet, dürfen Sie uns sehr gerne einmal Feedback zum heutigen Thema, zum Webinar hinterlassen und auch gerne weitere Themenwünsche an uns richten. Vielleicht möchten Sie eine Aufbauschulung mit der Firma Eltaco haben, auch im Bereich Meta-Standard. Genau, Herr Krause, kommen Sie gerne mit nach vorne, wenn Sie möchten. Also falls es da irgendwas gibt, was Sie noch beschäftigt, wo Sie eine Aufbauschulung haben möchten, teilen Sie uns das über den Feedbackbogen sehr gerne mit. Und über den Chat würde ich Ihnen jetzt noch gerne unsere weiteren Schulungen fürs erste Halbjahr ans Herz legen. Da sind noch diverse andere Themen, wozu Sie sich jetzt gerne kostenlos anmelden dürfen. Und dann war es das von meiner Seite. Ein großes Dankeschön an Sie beide nochmal, aber Sie beide haben das letzte Wort jetzt. Ja, vielen Dank, Frau Steingrube. Ja, danke fürs Zuhören oder Zuschauen auch. Nochmal die Bitte oder der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, ich habe es nochmal eingeblendet, Professional Smart Home Hotline mit der dementsprechenden E-Mail-Adresse, schreiben Sie das gerne dahin. Wir versuchen immer eine Lösung zu finden. Und ansonsten hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat und dass wir uns beim kommenden Webinar vielleicht mal wiedersehen. Dankeschön. Ja, von meiner Seite vielen Dank für die tollen Fragen. Es war ein sehr schönes Webinar und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar vielleicht zum Thema Meta dann wieder sehen würden. Das wäre ein gutes Thema. Ja, wenn die Geräte dann in der Meta-Version verfügbar sind, dann macht das mit Sicherheit Sinn. Genau. Ja. Danke. Dankeschön. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Tschüss.